Ein Prosit der Gemütlichkeit. Dieser Song ist so etwas wie die Hymne vom Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt lockt jedes Jahr Millionen von Besuchern an. Viele aus dem Ausland und für die beginnt das Erlebnis Oktoberfest in diesem Jahr schon hier, am Münchner Flughafen. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Nun, ich habe mich erst gefragt, wo ist die Musik? Es kommt von der Vibration der Reifen vom Koffer, wenn sie über diese kleinen Schwellen drüber rollen. Ein bisschen wie bei einem Plattenspieler. Die Rillen sind so konzipiert wie der Song und das hat mich einfach umgehauen. Wirklich umgehauen. Es war total faszinierend und ich konnte nicht anders als mitzusingen. Die Wörter kamen aus meinem Mund geträllert, wie von einem Vögelchen. Jedes Mal, wenn du das hörst, prostest du mit der Person neben dir. Es erinnert einen an die unzähligen Male, wo man es gehört hat. Man hat Lust auf das Oktoberfest. Einfach zusammen Bier trinken und sich zuprosten. An diesem Song kommt hier keiner vorbei. Mehrmals die Stunde wird er im Paulaner-Festzelt angestimmt und ist damit der Song, der beim Oktoberfest am häufigsten gespielt wird. Der Titel Ein Prosit der Gemütlichkeit ist ein absolutes Muss. Kein anderer Song verkörpert das Oktoberfest-Feeling so sehr. Und die Gäste lieben es. Was so einfach klingt, ist die Arbeit von 2 Jahren Entwicklung. Knapp 30 Leute waren in das Projekt involviert, unter anderem auch der Doktor der Audiologie, Marshall Chasen. Wir hatten einige technische Herausforderungen, um diesen Soundtrack zu kreieren. Wir mussten sichergehen, dass es mit all den unterschiedlichen Formen von Rollkoffern und Rädchen funktioniert. Feinheiten wie die Distanz der Rillen mussten sehr präzise sein, damit man die Melodie auch hören kann, wenn man mit dem Koffer drüber rollt. Und dass natürlich die Rillen so konzipiert sind, dass die Lautstärke effizient genug ist. Das Resultat kann sich hören lassen. Ein Prosit, etc., etc. Das vereint einfach die Menschen und das ist sehr schön. Es vereint die Menschen, die Familien in einer schönen Atmosphäre. Es ist eine fantastische Party. Bei jedem Prosit werden unzählige Liter Bier getrunken. Bis zum 3. Oktober, wenn das Festival zu Ende geht, werden es wieder knapp 6 Millionen Liter gewesen sein.